Digital Upgrade mit Tino und Basti. Yeah, guten Tag. Da sind wir. Herzlich willkommen an alle Live-Zuschauer und natürlich auch herzlich willkommen an die ganzen Post-Live-Zuschauer. Herzlich willkommen bei Digital Upgrade. Das sagen wir doch schon gar nicht mehr. Ach stimmt. Das sagen wir seit ungefähr... Doch, das haben wir die letzten Sendungen auch gesagt. Echt, haben wir sie gesagt? Ja, gut. Man muss ein bisschen sich an alte Zeiten zurückerinnern. Wir haben uns hier versammelt. Ihr denkt euch jetzt sicher, wo bleibt eigentlich die Backup-Sendung? Die zweite Backup-Sendung, die ihr versprochen habt, die kommt noch. Wir haben hier nur zwischendrin exklusive neue technische Fortschritte gemacht und präsentieren euch heute ein Gadget. Ja, das ist ein Gerät, das hat uns Apple geschickt, aus Cupertino extra. Eine Woche zu lang hat es gebraucht, sonst hätten wir letzte Woche Montag die Sendung schon gedreht, aber lieber später als nie, haben wir uns gedacht. Lag halt hauptsächlich dran, dass es Steve persönlich ausgeliefert hat und der ist momentan nicht ganz so gut dabei und da ist er zu Fuß einfach ein bisschen langsamer gewesen. Es hat liegt es daran, dass es in Deutschland so windig ist und wenn man so dünn ist wie der Steve, dann muss man natürlich gegen den Wind extrem ankämpfen. Das wäre mit dem alten iPad kein Problem gewesen, es ist ein bisschen schwerer als das neue iPad, aber mit dem neuen, dadurch, dass es so einfach leicht ist, ist er einfach ein paar Mal davon geflogen und ja. Aber jetzt haben wir es da, es ist schön, es ist weiß, es ist quadratisch und aus Pappe, deswegen sehr gut zu recyceln. Ja, das ist die Hülle vom iPad, die haben wir auch schon mal vorbereitet, also sie sieht ein bisschen anders aus wie die alte Hülle. Sie hat nach wie vor hier oben dieses Zeichen, wofür Leute sterben würden und vorne als logische, als grafische Darstellung ein technisches, ein Revolutionary Internet Device. Was mir gleich auffällt, was mich ganz ein bisschen verwundert hat, dass es vorne auf der Hülle sagt iPad und nicht iPad 2, obwohl ja Apple in ihrer Kommunikation und auch in der Keynote, die Steve gehalten hat, auch immer vom iPad 2 die Rede war. Aber hier steht jetzt nicht iPad 2 drauf, wie zum Beispiel hier auch beim iPhone 4 tatsächlich auch iPhone 4 draufsteht. Steht am Gerät drauf? Wo? Hinten? Hinten, ja. Weiß ich nicht. Da seht ihr es jetzt auch schon? Ich drehe es mal um. Ne, da steht auch nur iPad. 64 GB steht da drauf. Das ist natürlich spannend. Ja, das trifft uns jetzt ein bisschen unvorbereitet, sage ich jetzt mal, diese Information. Ja, das heißt, wir hätten auch nicht viel damit anfangen können. Also zugegeben, das Gerät wurde natürlich nicht uns direkt von Apple geliefert, weil wir so lieb sind, sondern es ist eine Leihgabe von Boeing Software. Und vielen Dank an der Stelle nochmal, dass wir das benutzen dürfen. Wir werden nachher noch den Falltest machen aus dem ersten Stock. Und auch vielen Dank an Boeing, dass wir das machen dürfen damit. Den Hammer habe ich auch schon mitgenommen, dass wir es nachher zertrümmern können. Will it blend? Soviel zur Hülle, die langweilt eh schon. Schmeiß ich jetzt mal weg. Das war knapp. Wäre fast auch runtergefallen. Ja, dann haben wir hier noch was anderes Schönes. Das ist unter anderem eine Magnetpinnwand für jeden Kühlschrank. Und alternativ ist es das Smart Cover, das man für, ich glaube, was kostet, $79? Es kommt darauf an, ob man die Leder- oder die PVC-Variante hernimmt. Ah, das ist die Ledervariante, oder? Polyurethan ist es, glaube ich. Das ist die Ledervariante. Awesome. Genau, die wird aus frischen Kühen hergestellt. Gut. Ja. Ja, das Besondere an dem Cover ist, wer es noch nicht gesehen haben sollte, dass es sich mit Magneten da anklipst. Also man muss keine komischen Mechaniken da mehr anschließen, sondern man geht wirklich nur hin, macht es so hin und es arretiert sich genau an der richtigen Stelle. Und jetzt ist es natürlich ausgegangen, dadurch, dass es, sobald das Cover drauf ist, da ist hier oben ein Magnet drin und sobald wir es wieder aufmachen und alles gut läuft, dann geht es sofort wieder an. Wir brauchen also nicht mehr entriegeln und verriegeln, sondern einfach nur das Cover drauf machen. Da sind ein paar Magneten drin, die sind verschieden gepolt und somit zieht es das iPad-Cover immer automatisch in die richtige Position. Und das ist natürlich schon vom Handling her sehr, sehr praktisch. Es hat sicherlich ein paar Nachteile gegenüber einem normalen Case. Die Rückseite ist zum Beispiel nicht geschützt. Es wirkt ein bisschen merkwürdig, aber da gewöhnt man sich sicher dran. Aber es hat halt den großen Vorteil, es ist sehr, sehr dünn. Das trägt natürlich hinten jetzt auch nicht mehr auf. Und man kann es einfach abnehmen, indem man einfach jetzt hingeht. Also es hält schon viel aus, aber wenn ich es einfach jetzt festhalte und dann wegklipse, dann ist das Ding auch wieder weg. Und alles ist hier wieder nackig, so wie es vorher war. Wer es nicht wissen sollte, wie viele Magneten in dem Smart Cover verbaut sind, es sind 31 Stück. Ich kann sie zwar nicht alle sehen, aber es gab, so gesagt, fast in jedem Apple-Blog war es zu lesen, wie es aufgeschnitten war. Ich glaube, iFixit war es. Ja. Ja. Also wer sich dafür wahnsinnig interessiert und wer plant ein... Ich muss hier weiter rüber gehen. Soll ich es auch aufs Bild raushalten?
In die Kamera soll ich gucken. Wo war ich stehen geblieben? Ah, ja, wer plant, ein Smart Cover 2 zu bauen mit 32 Magneten, der kann die besten Informationen dazu bei iFixie.com finden. Wo wir gerade beim Cover sind, gehe ich gleich mal auf zwei Fragen ein, die wir per Twitter bekommen haben. Wer Fragen zum iPad 2 hat, bitte einfach an uns schicken mit dem Hashtag DU-Frage. Das geht natürlich nur für die Leute, die live dabei sind. Gut, ihr könnt es nachträglich auch schicken, vielleicht kriegen wir es dann auch noch mit, aber ich vermute mal nicht. Der erste, der fragt, ist der Hösel. Lohnt sich die Investition in ein Leder-Smart-Cover und wie fühlt es sich so an? Also ich muss sagen, ich kenne nur das Leder-Smart-Cover, das andere haben wir gar nicht. Es fühlt sich schon gut an. Ich finde, es fühlt sich ein bisschen nach Kunstleder an, ist aber wahrscheinlich echtes. Ich hätte nicht gedacht, dass es Leder ist, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, ist tatsächlich so. Innen ist es, jetzt versagt meine Stimme wieder, innen ist es so ein bisschen mikrofaserig. Ich kann mir allerdings nicht wirklich vorstellen, dass ich dafür jetzt 20 Euro mehr ausgeben würde. Wie gesagt, wir können halt leider jetzt keinen Vergleich anbieten. Es fühlt sich schon nicht schlecht an, muss man sagen. Nein, es ist gut. Aber es fühlt sich halt meiner Meinung nach nicht nach Leder an, sondern so ein bisschen nach Kunstleder oder fast sogar schon ein bisschen nach fein gepresstem Karton, der sehr flexibel ist. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass es überhaupt ein Leder-Smart-Cover ist, aber... Ja gut, das hat man natürlich immer so ein bisschen ideellen Wert, sage ich jetzt. Wenn jetzt jemand gerne da Leder und gerne Kühe häutet, der ist natürlich dann beraten, hier das Smart Cover aus Leder zu nehmen. Ja, dieselbe Frage vom AH9882, das ist der Andi, der letztes Mal da war und geoperated hat. Genau. Fragt dasselbe, wie fühlt sich das Cover an? Also schau mal, was wir hier wieder Weltklasse Operations haben. Also mit hier Live-Reaktionen hervorragend. Da ist es noch Chefsache. Da sind Untertitel noch Chefsache hier. Oliver, Chef von Boeing, sitzt hinter den Knöpfen und hat ein bisschen Angst um eins seiner iPads, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Gut, damit hätten wir zumindest die Haptik des Smartcovers soweit abgehandelt. Aber jetzt kann das Smartcover sich da nicht nur drauflegen, Nein. Sondern es kann auch so ein paar Special Features. Macht das Sinn, dass wir das auf der Seite drauf machen? Wenn wir es danach aufstellen, schon, gell? Ja. Also ich mache das mal hier. Ich weiß gar nicht, ob das geht, das überhaupt auf der das Seite. Geht das, ist voll spannend. Schauen wir das an. Ich habe es mal einfach oben drauf. Ich vermute, dass es das geht gar nicht auf der Seite. Aber ich kann es aus- und anmachen. Ja, weil da ist ja auch per Magnet funktioniert. Wir entdecken die Technik. Dann machen wir es halt andersrum und stellen es nicht auf. Echadstein Schalosch. Oh. Wir werden beobachtet. Gut, also an der Stelle. Also ich mache es einfach wieder hier drauf, da wo es eigentlich drauf gehört. Wir können jetzt hingehen und das Ding einfach einrollen. Wahrscheinlich hat ja jeder schon die Apple Recruitment-Videos gesehen, wie sowas funktioniert. Und dann kann man das entweder schräg aufstellen oder man kann sich's halt hinstellen. Ist ganz nett. Ist auch ganz praktisch, wenn man damit liest zum Beispiel. Man hält es so ganz gut in der Hand. Es ist wirklich sehr, sehr dünn, das iPad. Und deswegen ist es tatsächlich ein bisschen griffiger so. Wir können ja mal kurz einen Vergleich machen zwischen dem alten und dem neuen iPad. Wir haben natürlich hier alles. Hier ist das iPad. iPad 1, das nur iPad heißt. Dass ihr es auch seht, dass es tatsächlich ein iPad ist. Slide to Unlock. Nicht, dass wir dann aus dem Papiermaschee-Attrappe gebaut haben. Wie sonst haben. Immer, ja. Ich lege das einfach mal hier daneben. Wie man sehen kann, sehen Sie nichts? Das iPad 2 ist zu sehen, während das iPad 1 ist. Wie Sie sehen, ist das iPad 1 viel dicker, ungefähr dreimal so dick, wenn man es hochhält. Ansonsten ist es nur ein bisschen dicker. Aber also man glaubt es fast nicht. Es ist nicht wahnsinnig viel Unterschied, wenn man es nebeneinander legt. Aber wenn man es in der Hand hält, fühlt sich nach wahnsinnig viel Unterschied an. Und nicht nur beim Durchmesser, ja, sondern auch beim Gewicht. Das hat also den großen Effekt, den es von der Dünne her hat, das iPad 2, wenn wir es mal nochmal an der Seite hochheben. Es ist so abgeflacht, wie wir das vom alten iPhone kennen. Mhm. Oder vom MacBook Air. Da ist es ja auch relativ abgeflacht, oder nicht? Das, ja. Ja, genau. Und das macht es unglaublich dünn, wenn man es in die Hand nimmt, keine direkte Kante. Im Vergleich zum iPad 1, wo ja hier diese relativ soliden Kanten, ja, relativ solide, sind sie 0,7 Zentimeter breit, dann doch griffiger in der Hand liegen. Beim Gewicht her unterscheiden sich die zwei Geräte ungefähr um 200 Gramm. Das hört sich nach nicht viel an, aber vor allem, wenn man es jetzt so in einer Hand hält, wie man ja meistens, wenn man jetzt irgendwie so an dem Blatt was liest, dann hat man es ja in einer Hand, dann wirkt das iPad 1 im Vergleich doch relativ schwer. Ja. Also 200 Gramm, denkt man, ist nicht viel. Nehmt euch mal zwei Tafeln Milka-Schokolade in die Hand.
Es ist tatsächlich gar nicht so wenig. Und legt die 2 Packungen Milka-Schokolade mal auf irgendwas zusätzlichen Buch zum Beispiel mit drauf. Das macht einen großen Unterschied. Und hier sieht man es auch. Irgendwie ist, glaube ich, unser Stream tot. Kann das sein? Nee, er ist gar nicht tot. Also wir wurden ja gerade auf Twitter abgemahnt, wo denn der Stream sei. Aber er ist vorhanden. Also wenn ihr euch jetzt gewundert habt, warum spiele ich gerade mit meinem Telefon rum, ich habe hier noch ein bisschen Troubleshooting gemacht. Nicht schlecht. Das hast du bei Twitter gesehen. Ach ja, du musst das Twitter wieder öffnen. Ja, mach ich. Ja. Ja, was haben wir denn sonst so Neues am iPad 2? Sollen wir noch eine Frage eingehen? Wir haben gerade sonst keine. Ich mache einfach statt dem Safari den Echofon auf. Das ist mal nicht schlecht. Dann werde ich vielleicht auch was sehen. Die nächste Frage, wo der Stream ist. Der Stream ist genau hier. Da, wo ihr jetzt gerade reinschaut. Tobias Bär fragt, wo der Stream ist. Doch, da ist der, lieber Tobias. Ich schreibe ihm einfach mal zurück und du redest derweil weiter. Ja, also wo ist der Stream? Den sieht er natürlich nicht. Also was gibt's am iPad 2 sonst noch? Das iPad 2 hat vor allem im großen Unterschied zum iPad 1 jetzt endlich eine Kamera bekommen. Diese Kamera sieht man unter anderem daran, dass es hier das Kamera-App gibt. Also ich kann es mal starten, das Kamera-App. Sieht auch genauso aus, wie wir das am Mac kennen. Ich kann jetzt hier mal das hochheben. Sehe ich mich hier von unten, wunderschön. Es hat auch den gleichen Effekt wie damals das oder wie heute das iPhone 4, dass wenn ich drauf drücke, dass es diese speziellen Bereiche dann scharf stellt. Ich meine, beim Basti ist das ein bisschen schwieriger wie bei mir. Im Normalfall funktioniert das ganz gut, wenn man auf hübsche Frauen klickt. Dann stellt das iPad die Person eben scharf. Es gibt dann auch natürlich hier die Möglichkeit, wie jetzt ist es gerade auf Video eingestellt. Ich kann hier den Slider rüberschieben, dann kann ich hier Fotos machen. Ich mache mir jetzt dieses Upgrade-Shirt, damit man sieht, wie hübsch das ist. Ja, und kann hier das Foto machen, zack. Und kann es dann auch natürlich genauso auch wieder anschauen. Total schön. Es wird auch dann gleich wieder gespiegelt, so wie es ist. Es ist jetzt nichts Besonderes. Der große Wermutstropfen an der ganzen Kamerasache ist, dass die Kamera im Vergleich zum iPhone 4 nicht gut ist. Also das ist dieselbe Kamera, die im iPod Touch drin steckt. Das heißt, die macht Fotos mit 69x27, macht Videos in 27p. Die sind in Ordnung, aber es ist halt kein Vergleich zu der iPhone 4 Kamera, die tatsächlich für eine Handykamera ja wirklich sehr, sehr gut ist. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich, ich persönlich würde mich nicht mit einem iPad irgendwo sehen und Fotos machen. Das mache ich tatsächlich mit der Kamera. Und die Kamera an der Stelle ist nun mal für FaceTime gedacht. Ja, das ist auch wirklich, man muss es so einschränken, das ist fast die wirklich einzig sinnvolle Anwendbarkeit? Ich weiß nicht. Die einzig sinnvolle Anwendung dafür. Sehr gut, vielen Dank, ja. Und wieso ist es so? Ja, das ist deswegen so, weil das iPad natürlich, also ich nehme jetzt mal hier das andere iPad, es sich natürlich irgendwie ein bisschen merkwürdig verhält, wenn ich eine Kamera so durch den Raum führe, um was zu filmen oder zu fotografieren. Ich habe vorhin versucht, ein Selbstporträt zu machen oder ein Selbstfoto und ich muss mal sagen, zum einen ist es schwierig, weil ich die ganze Zeit versucht bin, natürlich aufs Display zu schauen, anstatt in die Kamera, die ja weiter oben ist. Und zum anderen, wenn wir vielleicht nochmal, können wir vielleicht nochmal das App aufmachen? Haben wir im Vergleich, man stellt sich jetzt vor, ich muss auf die Kamera schauen, wenn ich sie hochkant nehme oder sidekant in die Kamera, dann muss ich trotzdem hier unten diesen winzigen Knopf zum Auslösen treffen, der wirklich im Vergleich, ich kann es nicht irgendwo aufs Display drücken, sondern ich kann nur auf diesen kleinen winzigen Knopf drücken. Und das macht es natürlich noch schwieriger, nicht an der Kamera vorbeizuschauen. Ja, das Blöde ist halt, dass der Knopf auch in der Mitte ist. Das heißt, ich würde normalerweise das Ding so nehmen und dann einfach da rechts drücken wollen. Da ist aber kein Knopf, sondern ich muss darüber. Das macht das Ganze total unhandlich. Und die Parallaxenverschiebung ist halt, Parallaxenverschiebung ist, glaube ich, der Fachbegriff dafür. Ich wollte einfach mal wichtig wirken. Ist natürlich relativ groß dadurch. Die habe ich hier im iPhone nicht, weil da ist die Kamera direkt neben dem Display und das Display ist halt kleiner als mein Augenabstand. Und das ist hier natürlich ganz anders, da ist es ungefähr 3-mal so groß und das macht, wie Tino schon gesagt hat, das Ganze um einiges schwieriger. So ist es, ja. Was noch? Wir hatten gerade FaceTime angesprochen. Ja, richtig. Wollen wir doch mal kurz FaceTime ausprobieren? Ja. Macht Sinn, dass du mich hier drin anrufst? Total. Anders könnten wir nicht miteinander reden. Ah so. Ja, ich muss es ja hier anders machen. Mach doch mal einen FaceTime-Anruf. Also FaceTime ist hier eingerichtet. Man richtet das hier mit seiner E-Mail-Adresse ein. Natürlich macht es keinen Sinn, da eine Telefonnummer zu nehmen, weil man in der Regel keine hat. Tino ruft mich jetzt an. Und jetzt ist es natürlich blöd, dass es funktioniert auf jeden Fall schon mal mit meinem iPhone. Ah, das ist wahrscheinlich, habe ich da vorhin noch die Rufnummer angerufen. Das könnte sein. Das ist die falsche Nummer. Das überprüfen wir gleich nochmal. So, das ist hier alles nicht so einfach. Ja, so viele alte Devices an einem Tisch. Du musst erst auf FaceTime drücken und dann die Nummer wählen. Sonst E-Mail schreiben kannst du mir auch gerne. Habe ich nichts dagegen.
Wie ihr seht, es funktioniert hier alles reibungslos. Hey, das ist live. Wenn ich jetzt noch eine gelbe Hose anhätte und ein Schlafoberteil, dann würde ich mich fast so gut fühlen wie der Thomas Gottschalk. Das lasse ich unkommentiert. So, jetzt versuchen wir das Ganze nochmal und drücken die Daumen, dass es jetzt am richtigen Device klingelt. Klingelt tut es schon mal. Zumindest bei dir. Ich klingelt es an meinem Rechner, der hinten im Raum steht. Ich mache mal kurz FaceTime auf. Das sieht ja gut aus. Das ist auch spannend. Ja, das klappt mal nicht. Gutes FaceTime, das... Ruf doch einfach mich an. Ich schau mal kurz, ob ich das FaceTime mal kurz abschieße. So, falls wer noch nicht wusste, wie man Apps abschießen kann, so funktioniert das. Soll ich dich anrufen? Was ist, wenn da deine Nummer drin steht? Ach nein, du drückst einfach auf mich drauf. Siehst du mal. Probieren wir das mal. Ja, schau an. Ich nehme mal das Gerät in die Hand, damit ihr wisst, wie man FaceTimet. Oh, das seht ihr natürlich, dass wir hier in Wirklichkeit gar nicht in dem Studio sitzen, sondern dass wir vor einer grünen Wand stehen. Ich halte es auch so, dass ihr nur die grüne Wand seht. Wie wir sehen, funktioniert das ganz hervorragend. Tino hat schon angenommen von der Zeit. Wir sind übrigens im gleichen... Oh, jetzt ja, also. Ja, ja, von Facebook beendet. Das ist ja ganz hervorragend. Ich probiere das einfach nochmal kurz. Also irgendwas ist hier sowieso ein bisschen kaputt gegangen. Jetzt, oh. Jetzt halt schon. Ich mach mal den Ton aus. Sag bitte, dass du dasselbe Video siehst wie ich. Immer noch dich auf dem Kopf. Ich sehe gar kein Video. Das ist natürlich auch in Ordnung. na gut, nehmen wir jetzt einfach mal an, das hätte funktioniert, so wie es vorher immer funktioniert hat. Dann wäre das jetzt ganz, ganz toll. Dann würde man jetzt hier links oben sich auch selbst sehen. Das Ganze funktioniert natürlich auch wieder beim, wenn man das Gerät umdreht. Oh, mach doch bitte mal deinen Ton aus. Ich mach mal hier Mute, danke. Mach doch du mal deinen Ton aus. Na gut. Wenn man das Ganze hier dreht. Kann Olli mal, das sieht man natürlich. Das mache ich jetzt nicht. Nee, ist egal. Das wird nichts. Das können wir gleich nochmal mit der Camera-App machen. Genau, und das war eigentlich auch schon das ganze Spannende an FaceTime. Es funktioniert, ja, man kann auch die Kamera umdrehen. Das hat im Test auch schon mal funktioniert. Und woanders, ja, es hat tatsächlich schon mal funktioniert. Keine Ahnung, warum jetzt nicht funktioniert, aber im Zweifel ein neuer Boot macht alles gut. Ja, was ich noch sagen möchte, übrigens, es gibt neue Einstellungen, ja, für alle iOS 4.3-Fans, die es noch nicht geschafft haben, die Einstellungen auszuchecken und kein iPad haben. Wir haben uns alle darüber aufgeregt, dass hier an der Seite dieser Regler ist, ja, der immer den Rotation-Lock ein- und ausgeschaltet hat und ab 4.2 plötzlich nur noch den Mute-Knopf dargestellt hat. Tja, ja. Ausnahmsweise, nach 3.780.000 Jahren hat Apple zum ersten Mal reagiert, wenn man was scheiße findet. Es gibt nämlich dieses Mal die Möglichkeit, den Seitenschalter einzustellen. Man kann hier auf Allgemein Seitenschalter, Ausrichtungssperre oder Ton aus. Man kann es umstellen. Stellt euch das mal vor. Ja. Es ist unvorstellbar. Das ist total toll. Ja, das war noch wichtig. Ich füge hier mal kurz mal wieder eine zwischendrin Frage ein. Der Andi hat nochmal gefragt, ob denn das Smart Cover auch im alten iPad funktioniert. Ich sage, da ist ein ganz klares Jein. Es hat schon mal die richtige Größe. also es würde das Ding komplett abdecken. Es würde natürlich nicht das Gerät zum Schlafen schicken. Die Ecken stimmen hier nicht hundertprozentig. Es würde das Gerät natürlich nicht zum Schlafen schicken, weil der Sensor fehlt und es hält hier nicht von selbst. Ich habe heute schon einen Blog-Eintrag von einer Webseite gesehen, die dort sich so kleine Magnete angeklebt haben ans iPad 1. Und damit hält dann auch das Smart Cover am iPad 1. Das heißt, theoretisch funktioniert das schon. Ich persönlich halte es jetzt nicht für die klügste Lösung, vor allem wenn man da jetzt angeklebte Dinger hat. Im Zweifel fallen die dann ab und dann fällt einem das ganze Smart Cover runter. Und man muss schon zugeben, für so einen Lappen, wenn man dann so einen 60-Euro-Lappen verliert, ist schon viel unnötig Geld verloren. Ja, also nein, ist die eigentliche Antwort. Ja. Ja, und sonst, was kann man sonst noch sagen? Okay, wir können hier noch kurz in die Funbox reinschauen, weil wir es können. Ich gucke mal da kurz oben von oben so rein. Alle Mac-User können jetzt mal eine Runde schlafen gehen und ein bisschen gehen. Alle anderen werden sich total freuen, dass man jetzt hier so tolle Effekte haben kann. Die kann man jetzt nämlich auch dahin schieben, wo man sie haben möchte. Wir haben übrigens darüber schon ganz, ganz viele Aufnahmen damals, als das erste MacBook Pro mit dem Intel-Prozessor rauskam, gemacht. Deswegen ist es, ich glaube, da habe ich sogar noch ein Video. Oh ja, genau. Also so funktioniert es hier. Also man muss ja zugeben, es ist, lustig ist so, es immer so, noch. So ein Schwachsinn, aber man kann sich's immer wieder angucken. Können wir ein bisschen
Oh, das hatten wir ja vorhin schon. Das hattest du schon. Gut. Ja, so viel dazu. Ja, es ist, ist eine nette Spielerei, aber auch nicht wirklich mehr. Sollen wir nochmal auf eine Frage eingehen? Ja, natürlich. Der Hösel fragt, dass das iPad 2 um einiges schneller wirkt als das iPad 1. Wie fühlt es sich für euch an? Also persönlich im direkten Vergleich ist es wirklich schneller. Also es gibt dazu auch mittlerweile das ein oder andere Video, wo sie die iPads nebeneinander gelegt haben. Und es ist tatsächlich so, dass das iPad 2, dadurch, dass es einfach mehr Cache hat, deutlich mehr Cacher. Okay, mehr Cache hat, läuft es einfach schneller. Also die ganzen Apps starten deutlich schneller, sie reagieren schneller. Vor allem der Browser. Ich finde es unglaublich schnell, wie viel schneller das Safari ist. Aber man merkt es natürlich auch wirklich nur, wenn man sie direkt nebeneinander laufen lässt. Also im sonstigen Betrieb merke ich keinen Unterschied zum iPad. Also ich merke im sonstigen Betrieb einen großen Unterschied zum iPad an einer Stelle. Ich habe das auf dem alten iPad ganz oft, dass ich tippe inzwischen relativ schnell auf dem Gerät. Ich habe das ab und zu, dass das Gerät nicht nachkommt mit dem, was ich tippe. Dann höre ich irgendwann auf, dann machst du so gebrrrt. Und dann ist der Text erst fertig geschrieben. Wenn du den dummen Tastenton anhast. Ja, das würde trotzdem langsamer gehen. Und das ist mir mit dem neuen bisher noch nicht passiert. Das kann natürlich sein, weil es ganz frisch und so ist. Aber naja, es hat schon einen schnelleren Prozessor. Es hat eine ganz voll super tollen Grafikprozessor. Ja. Also man las aus Quellen, dass es schneller ist. Wir konnten jetzt noch keine wirklichen Side-by-Side-Tests machen, um wie viel es schneller ist oder ob es wirklich schneller ist. Das lassen wir mal so dahingestellt. Ich glaube aber schon. Ja. Sonst, was gibt es sonst noch Neues? Wir hatten vorhin mal eine Frage noch, die ist schon ein bisschen älter, das habe ich noch nicht gesehen, und zwar, ob sich die Anschaffung eines iPad 2 lohnt, wenn man denn schon ein iPad 1 hat. Ich meine, das ist natürlich jetzt eine extrem schwierige Frage. Wie viel Sinn macht? Ich würde ja sagen, wie viel Sinn macht, sich ein iPad 2 zu holen, wenn man schon ein iPad 1 hat? Wenn man keinen tatsächlichen Rechner zu Hause hat und man gerne FaceTimet, dann macht es mit Sicherheit Sinn, sich ein iPad 2 zu holen. Ansonsten sehe ich jetzt im täglichen Gebrauch, sehe ich jetzt keine echte Anwendung, mir jetzt ein iPad 2 zu holen, wenn ich schon ein iPad 1 habe. Mal abgesehen davon, angenommen, ihr wollt damit tatsächlich ernsthaft Videos bearbeiten oder irgendwas, was tatsächlich prozessorintensiv ist, dann habt ihr da mehr Arbeitsspeicher drin, da sind 512 MB statt 256 drin. Und der Prozessor und der Grafikprozessor sind einfach schneller. Zukünftig werden sicher Spiele kommen, die die neuen Funktionen, die neuen Leistungsfähigkeit des iPad 2 mehr ausreizen. Vielleicht jetzt nicht mit mehr Framerate oder was weiß ich irgendwas, sondern wo man halt bisher immer gesagt hat, diese Funktion oder dieses bisschen Effekt, das sparen wir uns jetzt im Spiel, weil es sonst nicht mehr so gut performen würde. Das geht jetzt vielleicht, die Spiele werden vielleicht auf dem iPad irgendwann besser aussehen. Also ich kann es jetzt nur für mich sagen, ich persönlich sehe jetzt keinen Grund, warum ich unbedingt ein iPad 2 haben möchte, mal außer, dass es wirklich leichter ist und ich es angenehmer in der Hand finde. Ja, das ist natürlich wahr. Ja, also das kann man nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten. Das kommt ein bisschen auf eure Ansprüche an. Aber wollen wir noch auf ein paar Apps eingehen? Ja, bitte. Herr Doktor. Gut, dann fangen wir mal an mit einer App unseres iPad-Sponsors. You gotta see this. Gab es bisher fürs iPhone 4. Mal gucken, ob man jetzt den Olli sehen kann. Also ihr seht, wie gut die Kamera ist. Man könnte mal reinzoomen. Nö, das geht natürlich hier nicht. Geht hier nicht. Kannst du mal das Kabel halten? Ja, klar. Bitte? Danke. So, und mir ein bisschen Spielraum geben. Ich mache jetzt mal so ein bisschen hier so. Du musst natürlich da deinen Bauch wegnehmen. Wie soll ich denn das machen? Wenn ich da eine Patentlösung gefunden hätte, dann wäre ich inzwischen schon auf den Laufstegen in Mailand und Paris unterwegs. Hier seht ihr jetzt, dass wir so ein Screen haben, wo wir uns sehen können. Das Ganze ist natürlich gedreht und sieht ein bisschen falsch aus, aber das macht auch nichts. Das gehört so. Wie gesagt, das wird die härteste Aufnahme aller Zeiten. Ja, natürlich. Also mal ganz abgesehen davon, dass die Kamera nicht die beste ist, haben wir jetzt hier auch noch, außer an der Stelle, wo wir stehen, echt beschissenes Licht. So. Können wir nicht mehr Spielraum geben. So, das muss reichen. So, und jetzt sehen wir hier schon, der macht da so eine Panografie draus. Uah. Ich mache die mal ein bisschen groß. Groß, groß. So, die wird jetzt verarbeitet. Das ist ein recht großes Bild. Es geht relativ fix. Schneller als auf dem iPhone 4. Machen wir das mal ein bisschen kleiner. Und jetzt können wir uns das hier angucken. Ja, mit ein bisschen mehr Licht und
vielleicht nicht so. Das ist sogar gar nicht so schlecht eigentlich dafür, dass ich dachte, da vorne sieht man gar nichts, da sieht man eigentlich relativ viel. Man sieht tatsächlich relativ viel. Man sieht auch die tollen Lightboxen hier, da, die genau. Hier vorne steht. Können wir nochmal raus. Und wir können natürlich, aber das kennt man vom iPhone 4, wenn man die App kennt, verschiedene Themes angucken. Ja, es läuft mindestens genauso flüssig wie auf dem iPhone. Ja. Und das Rendern das geht hier ganz schön fix, alter Schwede. Und das Rendern der Abschluss, also der hochauflösenden Bilder ist sehr viel schneller. Wir können es natürlich auf Twitter und Co. scheren, aber das brauchen wir nicht. Aber man sieht, nicht nur Boeing, sondern auch andere Entwickler springen natürlich auf den iPad 2 Zug auf. Und es gibt dann auch andere Apps, die vorher nur auf dem iPhone Sinn gemacht haben, aufgrund der Kamera beispielsweise oder des Gyroskops, die jetzt halt plötzlich auf so einem iPad 2 auch funktionieren. So. Ja, es bleibt natürlich abzuwarten, dass die meisten Kamera-Apps jetzt dann plötzlich auch fürs iPad zur Verfügung stehen. Ich schätze mal, das wird nicht mehr lange dauern, bis die meisten Kamera-Apps irgendwelche Updates anbieten. Ich meine, für den iPod gab es es ja auch, obwohl die Kamera nicht gut ist im iPod. Ja, richtig. Ja, was zeigen wir noch? Wir zeigen noch iMovie, würde ich sagen. Ist das ein iPad 2 only, oder? Oder ist nee, das geht tatsächlich auch auf dem iPad 1. Du kannst nur keine Filme damit aufnehmen. Ah ja, macht ja auch. Gab's ja früher schon. Würde auch nicht gehen. Ja, also es ist ganz hübsch. Man hat hier den Plus-Button, um ein neues Video aufzunehmen. Ich habe hier mal so ein Promo-Video von mir gedreht. Kann das jetzt hier adden, indem ich auf dem Pfeil nach unten ziehe. Ich habe jetzt hier die verschiedenen Frames. Ich kann hier auch mal ganz einfach durchgehen, wie ihr seht. Also das läuft unwahrscheinlich flüssig für das. Das ist ja, wenn man überlegt, das ist jetzt hier 27p, das Video. Und dafür läuft es wirklich unglaublich flüssig. Ich kann jetzt hier einfach mal das Video abspielen. Ja, ich habe heute einen ganz besonderen Gast, ich muss die Kamera schauen. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, das ist Mr. Ventilator Greenscreen Test. Ja, das sieht so aus. Ja, so viel zu dazu. Ich kann jetzt hier mir die Audiospur anzeigen lassen. Kann hier auf Musiken drehen, kann Toninfekte hinzufügen, kann zum Beispiel jetzt hier einen Applaus hinzufügen, macht natürlich auch Sinn, wenn ich das Video starte. Das ist erstmal ein Applaus. Vielen Dank. Vielleicht sollten wir es immer im Hintergrund laufen lassen, das ist immer so ein bisschen Applaus, wenn wir irgendein Statement machen. Haben wir noch so ein Soundboard, wo man das immer einspielen können? Ja, man hätte dann natürlich hier, wir haben hier noch Aufnahmen von Fotos, hübsche Fotos hast du hinzugefügt, bin ich ja total begeistert. Sensationell. Ja, so ist es. Also das UI sieht sehr ähnlich dem aus, wie es auf dem Mac auch aussieht. Und wir sehen schon, hier geht mehr als eine Spur und trotzdem bleibt es tatsächlich wirklich, wirklich flüssig. Also ich bin schon begeistert, muss ich sagen. Das ist wirklich, wirklich fesch. Man kann natürlich dann hier auf die Kamera wechseln und noch schnell was aufnehmen. Ich glaube, wir nehmen mal die richtige Kamera her. Kamera. Ja. Und könnt jetzt hier direkt noch ein Video aufnehmen. Einfach hier auf Stopp drücken. Natürlich super verwenden. Das war so gutes Video. Jetzt haben wir hier ein zweites Video. Ist sogar schon unten drin. Ah, hat er schon geedet. Ja, super. Mhm. Übergänge sind auch schon eingegeben. Du kannst jetzt die Überganglänge fest. Das ist schon. Also, es ist tatsächlich wie auf dem Rechner. Und es muss ich da tatsächlich nicht davor verstecken. Und wenn man dann fertig ist mit dem. Ne? Thema. Nice. Wenn wir jetzt wüssten, so. Man kann das dann tatsächlich auch irgendwo sharen. Ich habe leider nicht vergessen, wo es ist. Sir, wissen Sie das noch? Ich habe es noch nie benutzt. Sie sehen schon, meine Damen und Herren, wir kennen uns aus hier. Genau. So, wir können es jetzt tatsächlich sharen. Und es gibt jetzt weit mehr als nur noch YouTube. Also wir können es natürlich speichern, ihn nach YouTube schieben. Das konnten wir bisher. Direkt als Facebook-Video hochschieben. CNN und Vimeo und CNN iReport. CNN iReport ist jetzt für uns nicht so spannend. Das ist in den USA relativ groß. Man kann da als das sind wie diese Bildreport, diese Bildheimreporter nur nicht so behindert. Nichts natürlich gegen die Bildheimreporter. Nein, das war ein Springer Seitenhieb nur. Und man kann es in iTunes senden. Das heißt natürlich nicht, man sendet jetzt nicht an den iTunes Store, sondern man sendet es an sein eigenes iTunes. Man findet es also nachher in iTunes, sobald man das iPad angeschlossen hat. Es hat verschiedene Themes, das iMovie. Also so wie es am Rechner auch ist. Also es ist tatsächlich ein wirklich benutzbares Video-Editing-Programm,
das man tatsächlich benutzen kann. Deswegen ist es auch benutzbar. Ja, sehr gut. Sehr gute Beschreibung von benutzbar. Ja, dann haben wir noch, was wir noch natürlich gerne zeigen, immer mal gerne zeigen, ist GarageBand. GarageBand ist auch super neu. Neuer geht's nicht. Schon so neu, dass es neuer schon gar nicht mehr geht, würde ich fast schon sagen. Man kann hier auf meine Songs, kann man die Songs verwalten. Es gibt hier so ein Standard, so ein, wie sagt man, eine Demo. Eine Demo-Show, und das ist eine andere Show, die lösche ich jetzt einfach mal. Man kann hier auf Löschen drücken und kann jetzt hier auch ein neues hinzufügen, neuen Song hinzufügen. Und jetzt habe ich hier die verschiedenen Instrumente, die ich gerne hätte. Kann jetzt hier zum Beispiel die Smart Drums, also das war irgendwie das aufsehenerregendste App aller Zeiten. Wollen wir mal lauter machen, oder? Ist nicht ganz laut. Ja, hier habe ich jetzt zum Beispiel, magst du mal kurz aufhören? Ich muss, ja, das ist eine Drumbox, und ich kann jetzt hier zum Beispiel hier bestimmte Sounds machen. Und wie ihr seht, habe ich hier als Auswahl die Hip-Hop Drum Machine. Kann jetzt hier noch ein bisschen Snares adden. So, ich sag, der Beat ist Weltklasse. Den kann ich mir jetzt natürlich endlos lange anhören, oder ich nehme ihn einfach auf, drücke hier auf den Record-Button. Und das Ganze macht natürlich dann Sinn, wenn ich jetzt hier diese erste Tonspur sozusagen aufnehme. Ich kann jetzt hier noch Sachen adden. Ich sage, ich möchte jetzt hier das Ding raushaben, dafür möchte ich die Cymbals drin haben. Und ihr seht auch, es macht so ein bisschen Unterschied, wo man es hinschiebt. Man sieht hier laut, leise, komplex oder einfach. Das heißt, umso weiter ihr irgendwas nach rechts schiebt, umso komplexer wird es. Und umso weiter es nach oben ist, umso lauter wird die ganze Sache. Genau. So, kann jetzt hier auf Stopp drücken. Jetzt habe ich hier diese Aufnahme aufgenommen. Kann jetzt hier wechseln zu meinen Instrumenten. Kann jetzt hier noch Bass, zum Beispiel ein Keyboard. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, natürlich selber meinen Elton John raushängen zu lassen. Oder ich lasse es einfach. Lass es lieb bitte sein. Stattdessen kann ich hier auf Autoplay stellen, und wenn ich hier auf Autoplay stelle, macht für mich das iPad eigentlich das, was ich am besten kann, nämlich nichts. Kann jetzt hier auch die Art des Pianos ändern. Ich möchte jetzt zum Beispiel Electric Piano. Ich hätte gerne das Rockpiano. Na gut, wenn du lieber das Rockpiano hättest. Classic Rock. Classic Rock Orgel. Ja. Awesome. Und dann kann ich hier wieder aufnehmen. Genau. Drücke ich wieder auf Stopp. So, jetzt habe ich hier die zweite Tonspur aufgenommen. Jetzt kann ich mir hier mal die verschiedenen Tonspuren anzeigen lassen. Ich kann jetzt hier natürlich auch noch Sachen verändern. Das ist jetzt wieder so ein bisschen wie ein GarageBand. Oh Wunder! Wie auf GarageBand auf dem Mac, meine ich natürlich. Aber auch hier kann jetzt das hier wieder verschieben. Kann natürlich jetzt nochmal anspielen lassen. Und so kann ich natürlich ganz schnell relativ einfache Songs erzeugen. Und natürlich alle meine Freunde damit ärgern oder erfreuen. Also man kann damit sehr, sehr lange sehr, sehr, sehr viel Spaß haben. Und es ist halt wirklich tatsächlich extrem einfach, damit coole Songs zu erstellen oder sich ein bisschen musikalisch zu verwirklichen, auch wenn man jetzt keinen wirklichen musikalischen Hintergrund hat. Also finde ich persönlich toll. Und die 3,99 €, die es kostet, ist es meiner Meinung nach wert, wenn man so ein bisschen Musik machen will. Ja. Ich glaube, wir haben noch Fragen. Wir haben noch Fragen aus dem Twitter. Moment, es ist ja alles gerade ein bisschen verwirrend. Also, ganz am Anfang hatten wir noch eine Frage bekommen vom Nüffel. Wie die Akkulaufzeit sind, naja, das Gerät ist heute gekommen. Bis jetzt läuft. Die Akkulaufzeit. Hängt am Strom. Du hast doch Steve gehört. Die Akkulaufzeit ist genauso toll und wenn nicht noch viel toller. Gut. So, also wir können es leider noch nicht sagen. Also wir haben es erst heute kam der FedEx-Mann angelaufen in Steve Jobs-Verkleidung und hat uns das vorbeigebracht, deswegen wissen wir das noch nicht. Dann haben wir eine Frage vom Eistefo. Der AV-Adapter geht aber auch auf app-spezifische Ausgabe ein, oder?
Also nicht Mirror Only. Also wie ihr jetzt seht, wir haben hier Mirror Only auf diesem Gerät momentan. Also er mirrort einfach. Wir machen irgendwas auf, irgendeine App auf. Also machen wir zum Beispiel mal diese To-Do-App auf, die wir euch, glaube ich, auch schon mal gezeigt haben. Ja. Und er mirrort das einfach. Also was wir ihr hier seht, sehen wir hier. Also wir haben hier so einen HDMI-Ausgangsadapter, der hat zusätzlich gleich noch so einen Ladekabelanschluss dran, was sehr, sehr praktisch ist. So. Das heißt, er mirrort hier, jetzt nehmen wir mal was, eine App, die normalerweise keinen Mirror macht, zum Beispiel Lightloop. Jetzt fragt er uns, was hättest du denn gern? Er hat ein externes Display erkannt. Welche Auflösung bist du? Wir wollen also 27p rausschieben. Und jetzt sehen wir schon, ihr seht hier was völlig anderes, als wir hier sehen. Also ich kann jetzt hier Bilder auswählen. Genau, mal wieder eine App von Boings. Ich kann hier also Bilder auswählen und die werden mir dann auf den Fernseher herausgespielt und ich sehe nicht hier dieses Interface mit den ganzen kleinen Fotos drin und die ganzen Histogramme. Die sind für mich persönlich zum meine Fotos beurteilen, sind die ganz toll. Aber wenn ich jetzt meinen Freunden mal schnell Bilder zeigen will oder zum Beispiel, wie der Stefan schon sagt, The Incident, der auch nochmal ein extra, nochmal eine andere Ausgabe hat als, also das Spiel The Incident als die App selbst. Dann geht es trotzdem so, wie es früher ging. Das kann der Entwickler jetzt entscheiden. Im Zweifel ist es jetzt immer noch so, wie es vorher war. Also, dass er was anderes ausgibt. Das wird sich wahrscheinlich auf Dauer auch ändern. Vielleicht kommen dann auch so Sachen raus, die zwei Bildschirme gleichzeitig benutzen. Also, wo du zum Beispiel ein Spiel hast, wo du auf dem großen Monitor irgendwas spielst und wieder auf einem Nintendo DS. Dass du dann da noch Zusatzinformationen auf dem iPad siehst. Oder wer weiß, was da noch kommen mag. Also das geht auf jeden Fall auch. Und das finde ich eine tolle Sache. Ja. Es geht übrigens auch über den VGA-Adapter, den es früher schon gab. Also das geht jetzt seit 4.3, dass da auch alles rausgemirrored werden kann. Sehr gut. Ja, das ist sehr sicher praktisch und erspart so manchen den Jailbreak. Auf jeden Fall, also also man merkt schon, dass sich da mit dem letzten iOS-Update doch Apple wirklich einige Gedanken gemacht hat, was denn diese böse Community so groß gemacht hat, und haben da tatsächlich ganz viel, ganz stark reagiert. So, da fragt der Andi, wie viel kostet Lightloop? Ja, als langjähriger Mitarbeiter der Firma Boeing Software weiß ich es natürlich auswendig und schaue nicht meinen Chef an mit Fragezeichen in den Augen. Aber nachdem ich es auswendig weiß, euch trotzdem zeigen möchte, wie viel es kostet, schaue ich jetzt einfach in dem App so nach, weil ich keine Ahnung habe. Ich glaube, es kostet Geld. Aber wir sind im deutschen Store, da ist das noch alles noch ein bisschen anders. Ihr habt das nicht gesehen, ich halte es mal zu, dann könnt ihr es mich draußen auch nicht sehen. Es kostet installiert. Da hast du dich selber ausgedrückt, würde ich jetzt mal sagen. Das habe ich ja besonders gut gemacht. Lösch es mal doch schnell. Ihr seht schon, ich bin wahnsinnig gut vorbereitet, so wie man das sein muss. Es ist immer noch installiert, das ist ja spannend. Du musst ein anderes Fenster anklicken erst. Bestimmt, jetzt. Ja, gut. Es ist immer noch installiert, so wie das... Lieber Steve, wir müssen reden. Ich schätze mal, was kostet denn Olli? Okay. Ja, auch hier weiß es niemand. Also im Zweifel kostet es 20 Euro und heute, nur heute, ist es von einem besonderen Salespreis von installieren. Jetzt können wir es aber installieren. Also, es ist wirklich schön. Apple hat da was erkannt. Es ist praktisch, dass man sehen kann, dass man ein Programm schon gekauft hat. Er zeigt einem jetzt nicht mit dem Preis ein, sondern was das Ding gekostet hätte. Vielleicht sieht man es hier irgendwo. Es kostet immer noch installieren. Das ist ja super. Also im Zweifel findet ihr das im App Store. Ich glaube, es kostet 5 Dollar. 5 Dollar im deutschen Store. Bitte, Stefan, das wollte genau das, was er wissen wollte. Da fragt der Hösel was. Das ist eine sehr, sehr interessante Frage, die ich nicht beantworten kann. Der HDMI-Adapter hat ja hier noch einen 30-Pin-Dock-Connector. So, damit man es aufladen kann. Die Frage ist, kann man da jetzt was anderes anschließen, zum Beispiel einen zweiten HDMI-Adapter oder vielleicht ein Camera Connection Kit oder solche Sachen? Die Frage kann ich auch nicht beantworten, aber ich würde als langjähriger und erfahrener Apple-User sagen, nein. Vielleicht ist es immer so, dieses Gerät erfüllt eine Aufgabe. Diese Aufgabe ist, das Bild von dem iPad irgendwo anders auszugeben. Hier wird ein Stromkabel angesteckt und sonst nichts. Ihr habt den Mann gehört? So ist das. Steve sagt, es ist so, das ist also so.
Oder habt ihr schon mal versucht, mit der Magic Maus zu telefonieren? Ich habe gerade selbst in mich rein meditiert und da ist mir der Gerrit vor meinen Augen erschienen und hat mir zugeflüstert, dass Lightloop 3,99 Euro kostet, also 4,99 Euro. Vielen Dank, Gerrit, dass du mir in meinen Visionen erschienen bist. Ich gucke gerade nochmal, du erzählst noch irgendeine tolle Geschichte, zum Beispiel, dass man damit jetzt Brot schneiden kann, weil es so dünn ist. Nein, das kann man nicht. Ich gucke derweil nochmal hier rein. Tut mir leid, das kann man nicht. Was kann ich euch denn noch Schönes zeigen? Ja, abgesehen von den Pipes, die wir installiert haben, macht das alles nicht so viel Sinn. Vielleicht machen wir nochmal im Vergleich, wenn ich sie mal beide hochhalte, kann man das vielleicht nochmal sehen, wie dünn es tatsächlich ist. Ich halte es von Basti, dann sieht man die Kanten besser. Ja, der hält es für mich, dann sieht man, dass ich hinter dem iPad kaum noch zu sehen bin und hinter dem ganz schön dick ausschaue. Ja, genau, richtig. So habe ich mir das eigentlich vorgestellt. Vielen Dank, dass du mir da aus der Bedürfnis geholfen hast. Ich habe da noch eine Frage gefunden. Ja. Wie sauber hält das Cover wirklich das Display? Das ist eine verdammt gute Frage. Also es sieht ganz schön dreckig aus. Aber jetzt tun wir mal ein bisschen so, als wäre das in irgendeiner Tasche drin. Und es reibt jetzt so ein bisschen vor sich hin. Machen wir wieder auf. Das ist immer noch genauso dreckig wie vorher. Ja, ich meine, das Problem ist natürlich immer, das Display wird ja nicht dreckig, da durch das Cover drauf liegt, sondern dass wir unsere Finger da drauf drücken. Ja, ja, man hätte ja natürlich. Es hat ja, hieß ja so, hier von wegen Mikrofaser und macht das Ding sauber. Wenn ihr natürlich das Ding immer so runterzieht, dann kann man da vielleicht so ein bisschen wischen. Das Ding ist, also der Punkt ist ja, es bewegt sich nicht viel auf der Oberfläche. Dadurch, dass es hier relativ fest sitzt, das heißt, viel sauber machen kann es nicht. Naja, ein bisschen sieht man schon, dass es jetzt ein bisschen besser ist. Man sieht vor allem auch hier die Kanten, wo diese Scharnierecken sind. Es hält es schon ein bisschen sauber und, aber ich glaube, an einem Reinigungstuch wird man trotzdem nicht vorbeikommen. Behaupte ich jetzt mal. Ich schaue jetzt gerade noch. Leer. Das ist leer. Also wir können, weil wir wurden noch gefragt, ob wir nicht schnell einen Benchmark-Test machen können zwischen dem neuen und dem alten. Wir können jetzt zum Beispiel benchmarken. Wir können Strom ausstecken und hier ran machen. Welches schneller über den Tisch rutscht. Ja, ich wüsste gar nicht, was für Benchmark-Tests sind. Ja, mal gucken, was für Apps installiert sind, die man vielleicht benchmarken kann. Ach so, meint ihr das, ja. Wer weiß es. Jetzt müssen wir natürlich noch eine Sekunde warten. Oder 12. Ich schaue derweil mal noch, ob es noch Fragen gibt. Es kommen tatsächlich noch welche rein. Wer noch Last-Minute-Fragen hat, auf Twitter einfach mit dem Tag DU-Frage taggen. Also Raute DU-Frage. Dann sehe ich das nämlich hier in meiner Timeline. Falls ihr es an den Digital Upgrade-Account schickt, dann schaue ich sicherheitshalber auch nochmal rein. Ich glaube zwar nicht. Ich glaube, das habt ihr alle hinbekommen. Oh, habt ihr übrigens gesehen, dass das neue Echophone auf dem iPad jetzt auch streamen kann? Die Streaming-API von Twitter? Ja, natürlich wissen wir das. Großartig, ganz, ganz großartig. Also man muss nicht mehr refreshen, sondern die Dinger kommen von selbst automatisch rein. Also es sind keine zusätzlichen Fragen. Ich gucke gerade nochmal, weil ich. Es ist ein bisschen chaotisch hier, muss ich gestehen. So, ich bin soweit. Du bist soweit? Ja. Schau mal, was haben wir denn hier Tolles? GarageBand. Da sind noch mehr Seiten. Mach mal, GarageBand ist doch ein gutes Beispiel. Das ist ein aktuelles App, das braucht bestimmt, die machen wir. Was machen wir denn mit GarageBand so? Ja, wir starten es. Erstmal. Starten ist doch schon mal ein Anfang. Machst du es mal, schließ es mal ab. Schließ es mal ab. Du hast es bei dir auch abgeschossen? Ja. Zumachen. Wir sind natürlich hier jetzt auf. So. Moment, das ist bei mir noch rot. So. 3, 2, 1, go. Ja, es ist da. Gut, bei mir lädt es noch. Du kannst es bedienen. Ich bin noch am Laden. Jetzt bin ich auch da. Also haben wir mal hier, können wir sagen, eine Sekunde haben wir gewonnen. Ja. So, was haben wir noch? Was haben wir denn da? Du hast natürlich gar nichts eigentlich. Ja, ich habe gar nichts. Das ist doch super. Im Zweifelsfall... ja. Ah ja, wir machen doch einfach mal den Safari auf. Das ist eine sehr gute Idee. Warte mal, den Safari. Vielleicht machst du ihn nochmal ganz zu. Ich auch, weil der war bestimmt schon mal offen. Auch wenn es natürlich, ist klar, dass er schon mal offen war, weil es ist ja eingeschlafen, nachdem der Akku leer war. Hirsch. So, machen wir mal den Safari zu. Und dann laden wir einfach mal die Digital Upgrade Seite. Ne, wir laden eine andere Seite, die mehr Aufwand erfordert, vielleicht times.com. NY Times. Ja. Ja, macht Sinn. Gut. Gut, also. 3, 2, 1, go. Gut, ich bin natürlich rausgefallen, weil ich eine Seite auf habe, die nicht funktioniert. Na, weil du nicht im WLAN bist. Ja, das ist natürlich noch besser. Ja. Ich mache das nochmal zu. Derweil kurz, ich schaue mal wieder her. Wie ist denn der Blickwinkel, wenn man mit dem Smartcover Filme guckt, also Filmposition? Ich zeige das nochmal kurz für den Gerrit. Ich roll das mal auf.
Der Blickwinkel ist. Also. Okay, habt ihr einfach Olli los. Ich schau mal kurz. Also von der Seite. Ich kann hier schön 180 Grad ungefähr reingucken. Das ist ziemlich gut. Wir sollten mal gucken, wie die Bildschirme unterschiedlich sind. Ich schaue jetzt mal hier so drauf. Auf Wiedersehen. Also ich könnte mich jetzt auf den Boden legen und würde was sehen. Und auch von direkt oben ist der Blickwinkel hervorragend. Das ist, glaube ich, beim Alten nicht so gut. Funktioniert natürlich hier unter Realbedingungen nicht so gut. Tino kämpft gerade noch mit dem WLAN-Passwort. Da war doch noch eine Frage. Sekunde mal, ich habe da noch was vergessen. Und zwar, ach ja, das war die Display-Geschichte. Das können wir nachher gleich mal ausprobieren, wie das denn subjektiv ist. Ich schieße da mal die Behelligkeit voll hoch. Und die Helligkeit ausschalten. Ich konzentriere mich jetzt aufs Passwort. Konzentriere mich mal aufs Passwort. Ich spiele euch derweil was vor. Tada! Das Passwort ist installiert. Stark. So. So, jetzt machen wir mal. Ich warte kurz bis Garage. Laden wir doch mal gleich die gleiche Seite. Also, was hättest du gern? Dann schießen wir es ab. Ja, nytimes.com. Nytimes. Ist das nicht nur times.com? nytimes.com ist es. Na gut, für das, dass du eine Minute später eingegeben hast, wie ich, war es genauso schnell. Weil du bist schneller. Gut, also wollen wir mal abschießen von vorne? Bei mir ist die Seite übrigens noch nicht geladen gewesen. Bei mir war sie geladen, wie ihr gesehen habt. So, Sekunde, ich mach das mal zu. So, bist du soweit? 3, 2, 1, go. Meins. So, man sieht schon was. Die Seite ist gleich komplett geladen. Ich bin noch nicht geladen. So, ich kann auch noch nichts machen. Ich kann scrollen, aber bei dir war noch nicht mal der Ladebalken durch. Also ihr seht schon, das lädt schon ein Stückchen schneller. Und wir wollten mal kurz die Displays vergleichen. Machst du mal bitte dein Display ganz hell? Selbstverständlich. Mach ich ganz hell. Machst du mal bitte Safari wieder auf? Selbe Seite? Es ist heller. Definitiv, es ist definitiv heller. Der Kontrast ist meiner Meinung nach viel besser. Also hier sieht man zum Beispiel, also ihr seht, ihr ist halt schlecht, das kriegen wir auch nicht eingefangen mit der Kamera. Also diese Bereich hier neben dem New York Times Logo sind zum Beispiel hier gelblicher als auf dem iPad 2. Also insgesamt würde ich mal behaupten, auch wenn das jetzt kein Retina-Display ist, sieht das Display besser aus, auch wenn es keine höhere Auflösung hat. Aber insgesamt finde ich, ist es ausgewogener. So, ja. Also es sieht so aus, wäre der Kontrast einfach ein bisschen schärfer. Also ich finde, die sind ein bisschen, ja. Aber das, also es ist tatsächlich ein bisschen heller. Ja. Das ist nur aus meiner Perspektive, nee, es ist tatsächlich so. Ist heller, ja. Heller ist es. Blickwinkel gibt sich jetzt nicht so viel. Was spannend ist, ich glaube, dass das, ich guck mal kurz von der Seite. Das alte spiegelt viel mehr. Und ich habe so das Gefühl, als wäre das tatsächliche Panel, das eingebaut ist, weiter von der Oberkante vom Glas entfernt. Die Analysten unter sich. Ja. Ja, das sieht tatsächlich so aus. Müsste man natürlich jetzt am Boden schmeißen, um das wirklich testen zu können. Aber da findet ihr sicher was bei fixit.com. Schauen wir mal, ob da hätte der. Nee, danke, Hösel, bitte. Bitte für den Hinweis. Mit dem Echofon habe ich gern gemacht. Ich glaube, somit haben wir auch alles an Fragen erschlagen. Das reimt sich auch noch, und was sich reimt, ist gut. Haben wir hervorragend, ja, perfekt. Ja. Also wir haben festgestellt, das iPad ist schneller. Es hat eine Kamera. Es hat die gleiche Akkulaufzeit, das wissen wir nicht. Ja, es ist dünner. Es wiegt weniger. Es kostet das Gleiche. Es gibt also keinen Grund mehr, jetzt ein iPad zu kaufen. Außer das iPad 2 wäre schon verfügbar. Ja, genau. Ich habe dir noch eine. Und für alle diejenigen, die ein iPad 1 haben, die müssen sich gut überlegen, sich jetzt ein iPad 2 zu kaufen. Natürlich ist das wieder eine Investition in Geld. Vielleicht kriegt ihr es irgendwie anders, aber ich schätze mal in Geld. Der große Unterschied, den die meisten erhofft haben, nämlich ein besseres Display, ist nicht
der Fall. Also ein besseres, ein schärferes Display mit höherer Auflösung. Wir müssen natürlich auch ganz fair sagen, wenn da jetzt ein Retina-Display drin wäre, wären das viermal so viele Pixel. Ja, natürlich. Und dann hätte ein Grafikprozessor, der jetzt vielleicht, selbst wenn er neunmal so schnell ist, wäre trotzdem nicht annähernd so gut gewesen. Wir haben gerade noch eine letzte Frage reinbekommen, die wir noch schnell behandeln. Wie es denn JavaScript-mäßig so binant ist. Jetzt schauen wir mal kurz. Wir lassen mal auf den SunSpider-Test laufen. Den Benchmark. So, der Benchmark ist mal so ein bisschen vor sich hin. Und dann schauen wir mal kurz, wie das wieder Unterschied ist. Ich glaube, die neue JavaScript-Engine ist in beiden aktuell, sofern auf dem Gerät schon 4.3 installiert ist. Ist da schon 4.3 installiert? Dann ist es auf jeden Fall bei beiden schon... Seit 3 Wochen. Natürlich. Ist auf beiden auf jeden Fall dieselbe Engine. Jetzt schauen wir doch mal. Der braucht es leider ein bisschen. Der macht jetzt alle möglichen JavaScript-Tests, alle möglichen Methoden durch. Ich will gar nicht wissen, wie lange wir hier schon labern, weil irgendwie habe ich das Gefühl, mein Gehirn trocknet gerade aus. Ich kann es dir sagen, pass auf, ich weiß, wann wir ungefähr angefangen haben. Wir sind jetzt gleich fast eine Stunde, kurz unter einer Stunde, ja. Der Lautsprecher vom iPad 2 besser oder nicht? Nein. Er hat weniger Bass und ich habe das Gefühl, er ist nicht so laut wie der alte. Ist dünner. Dünner ist immer schlechter, haben wir bei allen Geräten noch gelernt. Dünner ist immer schlechter, jetzt weißt du auch, warum ich so einen Ranzen habe. So, und jetzt kommst du. Verdammt, ich möchte jetzt nichts dazu sagen. So, der Benchmark ist durch. Bei mir brauche ich noch ein bisschen. Mhm. Total habe ich 2135 Millisekunden. Gucken wir mal. Nicht schlecht. Wie lange der hier noch braucht. Das Ergebnis seht ihr dann in 3 Wochen. Wir hätten es an den iPhones auch noch laufen lassen sollen. Ja, das hätten wir können, aber ich glaube, so viel Zeit haben wir jetzt nicht mehr. Wir brechen jetzt das Sendefenster ist gleich wieder zu. Ist gleich wieder geschlossen. Ja. Ja, das ist traurig. Es dauert hier noch recht lang. Also das ist gerade die letzte Frage, die jetzt noch behandelt wurde vom Hösel mit den Lautsprechern. Und noch behandeln wir die Frage vom Lars bezüglich der JavaScript. Oh, da kommt noch was rein vom Andi, weil es der Andi ist. Aber auch nur, weil es der Andi ist, ist das iPad 2 spritzwasserfest. Ja, ich hole jetzt mal meine Cola von da vorne, nachdem der Olli hier nickt, dass ich das machen darf. Ich nehme es nicht an, dass es spritzwasserfest ist. Nee. Also dadurch, dass es Öffnungen hat, es hat ein Mikrofon, es hat Lautsprecher, es hat überall Dinge. Ich würde es jetzt mal nicht versuchen. Wer 500 Euro zu viel hat, kann das gerne ausprobieren, aber ich behaupte es nicht und Apple sagt auch nichts davon. Soweit. Na gut, ich habe 3668,1 Millisekunden, genau. Ich sag mal, da bin gegen ich 2135, also das ist schon ein ganz schöner Unterschied. Also da sieht man mal wieder, schnellere Prozessor bringt in dem Fall auch tatsächlich mehr. Ja. Ich würde sagen, das war's mit Fragen. iPad kostet $499, kann das sein? Ja, die 16 GB. Genau, Variante. Die kleinste Variante. Die Europreise wissen wir noch nicht. Oder wissen aber nicht? Es bleibt nee, abzuwarten. Ja, aber die also es bleibt so, ich glaube, wir können uns da alle schon relativ weit aus dem Fenster lehnen, was den Preis angeht. Also wird wahrscheinlich identisch zum aktuellen iPad sein. Ja, auf jeden Fall. Also das war ja der Plan von Apple. Das ist sicher auch einer der Gründe, warum da zum Beispiel so eine schlechte Kamera drin ist. Es ging einfach darum, den Preispunkt zu halten. Nächster iPad wird wahrscheinlich eine tollere Kamera drin haben und so weiter und so fort und kann fliegen und Brot schneiden, alles gleichzeitig. Alles. Wisst ihr, wie es läuft? Ich glaube... Das war's, ja. Jetzt habt ihr mal das iPad 2 gesehen, bevor alle anderen Hands-On gehabt haben. Fast alle anderen. Ja. Also ich würde persönlich sagen, an dieser Stelle, das war Digital Upgrade und ihr wurdet... Upgegraded. Ja, der Abspann war... Awesome. Schauen wir mal, wer der Operator ist. Aha. Das habe ich tatsächlich noch hinbekommen. Darauf freue ich mich immer am meisten drauf. Ja, dass es jedes Mal jemand anders ist. Schön, aber es ist immer noch Digital Upgrade 2010. Ja, das haben wir ja schon letztes Jahr aufgenommen, weil wir eins früher bekommen haben. Ja, richtig, das sieht vorbei. Das ist wirklich auch kein Stream hier gewesen, sondern wir haben das neue, der neue Echofon hat nicht nur Streaming eingebaut, sondern auch Time Warp Technologie. Danke hier nochmal an Nahen Studios, dass wir da eine Vorabversion bekommen haben. Time Warp. Das ist übrigens Cut Lion dann auch. Es hat nicht nur Time Machine, sondern auch Time Warp. Da kann ich dann nämlich auch mit die Apps in 2 Jahren schon laden. Und das Schöne ist, man ist mit dem Rendern von dem Video fertig, bevor man überhaupt angefangen hat. Das war es, glaube ich, auch an Fragen. Ich weiß nicht. Kaufst du dir eins?
Ich habe es mir lange überlegt, aber ich kaufe mir keins. Ich habe es wirklich, also bei mir ist es nur der Grund, es scheitert an einem großen Punkt und das ist einfach, dass das Display nicht eine bessere Auflösung hat. Es müsste kein Retina sein, aber hätte es eine bessere Auflösung, dass die Schrift noch ein bisschen besser ausschaut, dann hätte ich es gekauft. Ja, das hättest du bei den Entwicklern sagen dürfen, dass so, wir haben jetzt Faktor 1,3, macht mal eure Programme neu, die hätten sich gefreut. Ja, klar. Ja gut, im Zweifel hätten sie es schon gemacht. Was mich ja überrascht hat bei dieser ganzen iPhone-Sache, bei dieser ganzen iPad-Sache, meine Mutter kam an, also ich kam einen Tag nach der Präsentation von der CeBIT zurück und dann kam meine Mutter an zu mir und sagte, wir haben uns jetzt da gestern Abend diese Präsentation von diesem Steve Jobs angeschaut. Da saßen meine Mutter und mein Vater tatsächlich zu Hause und haben sich, also meine Eltern, die sind jetzt ja wirklich keine, ich grüße übrigens meine Eltern an dieser Stelle, guten Tag, die sind jetzt wirklich keine Computer-Nerds, aber die haben sich dann tatsächlich diese Keynote angeschaut und waren total begeistert. Und auch meine Freundin kam am nächsten Tag rein und sagt zu mir, sag mal, brauchen wir nicht so ein iPad 2? Ja, im Zweifelsfall braucht man es immer. Ja, ich hatte mit dem Gedanken in dem Moment schon abgeschlossen, ich weiß es also nicht. Wo wir gerade noch bei der Preisdiskussion sind, werfe ich hier noch eine Frage ein. Soll man sich jetzt ein iPad 2 kaufen, wenn man noch kein iPad hat, oder soll man sich ein altes iPad kaufen? Das ist ja doch ungefähr 200 Euro billiger. Lohnt sich denn der Aufpreis? Also wenn man, also ich sag's mal so, wenn ich eh schon 500 Euro ausgebe, also wenn ich eh schon schaue, dass ich in der Größenordnung was ausgebe, würde ich ja wahrscheinlich jetzt das Geld noch drauflegen, wenn ich eh noch keins habe, weil es ist halt langsamer und auf kurz oder lang werden natürlich sich die Programme dementsprechend anpassen, dass sie mehr Spaß oder viel Spaß oder mehr Sinn auf dem schnelleren Gerät machen als auf dem alten. Also wir haben da auch, wenn wir jetzt unsere Erfahrung nehmen können, die wir mit 4 Jahren iPhone eigentlich miterlebt haben, ist es immer so, dass das zur Mitte der zweiten, also immer wenn ein Nachfolgegerät rausgekommen ist, dann ab der zweiten Hälfte dieser Lebenszeit wird das ältere Gerät schon merklich langsamer. Ja, also man hat es am 3G gesehen. Das 3GS hält erstaunlicherweise recht gut mit. Aber man hat es am 3G-iPhone damals zum Beispiel gesehen. Das war schon ein Unterschied. Ich würde mir zum Beispiel ich habe ein iPad 3G. Ich würde mir zum Beispiel jetzt, wo es den Personal Hotspot im iPhone gibt, kein 3G-iPad mehr kaufen. Ja. Sondern ich würde mir jetzt tatsächlich nur noch ein Wi-Fi-iPad kaufen. Ich benutze es relativ wenig, die 3G-Funktion. Ich bin froh, dass ich sie habe, wenn man mal irgendwo sitzt. Aber jetzt, wo ich immer meinen Hotspot in der Hosentasche habe, ja. gebe ich dafür kein extra Geld mehr aus. Also da, nö, mache ich nicht. Stimmt, ja. Und ich brauche auch keinen zweiten Vertrag dafür dann. Also hat schon Vorteile, muss man schon mal so sagen. Ja, was sonst noch zu sagen ist, also es ist natürlich immer schön, die größte Festplatte zu haben, aber ich muss auch zugeben, ich finde es jetzt am iPad nicht so wichtig. Ich habe auch nur 16er, also, ich bin damit. Ich habe immer noch 8 GB immer frei. Na, ich würde jetzt auch nicht auf Teufel komm raus unbedingt die 64 GB Variante haben wollen. Ja. Also ich würde sie natürlich haben wollen, aber ich würde sie jetzt nicht brauchen. Weil doch ein bisschen das Bewusstsein anderes ist, weil ich meine, die ganze Musik habe ich normalerweise auf einem kleineren Device dabei. Und was habe ich da schon groß drauf? Ja gut, Videos. Aber wie viele Videos nehme ich jetzt im Zweifelsfall mit? Wird vielleicht spannend, wenn man darauf viele Videos tatsächlich editiert in iMovie, dann kann sowas durchaus Sinn machen. Gut, ja. Aber sonst glaube ich jetzt eigentlich nicht, dass man sowas groß braucht. Also Fazit ist, lieber die 200 Euro drauflegen und das neue iPad kaufen. Ist dünner, hat eine Kamera, kann mehr, ist mit Sicherheit zukunftssicherer. Ja. Hat keinen Nachteil. Man hat einfach keinen Nachteil, außer dass es teurer ist im Einkauf. Ja. Genau, ich spiele jetzt noch ein bisschen Seinfeld-Sachen. Ja, das war's. Ich habe keine Lust mehr. Ich gehe jetzt. Auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.